Hallo zusammen, ich habe hier eine Kompressorkühlbox mit 80 Liter Inhalt, 12 und 24 Volt und die Box ist relativ dick isoliert. Die Box hat hier eine also die Isolationsstärke ist 5 cm. Weiter hat die Box eine sehr gute Dichtung, also eine Hohlkammerdichtung. Teilweise vergleichbar sind hier auch so Moosgummistreifen, aber hier ist eine richtige Dichtung dran. Und durch das hat diese Box einen sehr geringen Stromverbrauch. Der liegt bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Das ist eine alte DIN-Norm, diese Ableitung. Von 9,2 Wattstunden pro Stunde oder 220 Wattstunden pro Tag oder 24 Stunden. Wenn wir denken, dass diese Batterie hier 1280 Watt hat, so läuft diese Truhe hier 5 Tage mit solch einer Batteriefüllung. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Bei 32 Grad außen braucht die Box 350 Watt. Das heißt, da sind wir dann nur noch bei 3,5 Tagen mit der gleichen Batterie. Wir haben hier oben zwei Körbe drin. Das eine ist der kleine Korb. Darunter befindet sich der Kompressor und hier hat es dann einen großen Korb drin. Einfach als Abgrenzung, dass die Ware hier keinen Kontakt macht und dass die Ware nicht auf dem Boden steht, weil hier unten könnte sich Kondenswasser sammeln. Die Box besitzt keinen Bodenablauf, also das Wasser muss dann mit einem Lappen raus geputzt werden. Hier hat es eine Innenbeleuchtung und hier hat es auch eine Innenbeleuchtung. Weiter ist die Box aus Chromstahl, hat zwei massive, einfache Griffe dran. Auch hier die Türdeckelverschlüsse. Die sind nicht unbedingt nötig zum Ziehen, weil die Deckeldichtung macht über das Gewicht zu. Aber wenn die nicht da wären, würden die Leute fragen, da fehlt irgendwas. Diese Box ist nicht Energieklasse A, das ist durchgestrichen. Diese Box, weil es sich um ein Mobilkühlgerät handelt mit 12 oder 24 Volt, ist es von der Energiezertifizierung ausgeschlossen. Sobald ich 220 Volt daran habe, brauche ich eine Zertifizierung. Also wir verkaufen das Teil ohne Zertifizierung auf dem Energielabel. Aber das Energielabel sagt ja nichts über den Stromverbrauch aus, das habe ich euch vorher erwähnt. Und Mitbewerber, die geben zum Beispiel auf 12 Volt den 4-mal höheren Energieverbrauch an wie bei 230 Volt. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, weil die haben alle ein Netzgerät drin mit 400% Wirkungsgrad. Oder sie definieren es als Kellerfach bei 230 Volt, also plus 18 Grad. Da gibt es Möglichkeiten, dass man den Energieverbrauch künstlich senken kann, das eigentlich dann nicht realistisch ist. Aber diese Energielabel, ich halte nichts davon. Diese Box läuft auf 200, lief früher auf 12 und 230 Volt. Das Netzgerät haben wir jetzt draußen und wir müssen dann das durch solch ein Netzgerät ersetzen. Also wir stecken das hier bei dieser Box ein und dann stecken wir das über 230 ein. Wie ein Laptop haben wir hier solch ein Vorschaltgerät. Diese Box hier,
die hat noch 230 Volt Anschluss. Ich habe noch ein paar weniger. Wir liefern jetzt, wenn ihr die bestellt, 12 Volt. Ich liefere die jetzt noch aus mit 230 Volt. Die habe ich noch Lager, aber ich kann sie nicht mehr importieren. Das, was Lagerware ist, das kriegt ihr das Netzgerät, was hier innen drin ist, geschenkt. Aber eben nur noch eine begrenzte Stückzahl. Der Geschwindere ist der Geschnellere. Ich stecke die Box jetzt hier ein. Wir haben das Display. Wenn mich Leute anfragen, ja, es funktioniert nicht, ich habe eingesteckt. Ja, wir haben hier ein Problem mit dieser Box. Die hat das Lampe Rön, leuchtet, aber sie ist nicht eingeschaltet. Wir haben hier ein Hauptschalter und den muss man lange drücken. Dann geht auch hier Rön an, der Kompressor, und die Ist-Temperatur wird angezeigt. Das heißt, die Temperatur, die momentan ist in der Kühlbox, die stand jetzt im Lager bei uns, 16 Grad, es ist Februar. Und hier habe ich den Unterspannungsschutz. Den kann ich hier lange drücken. Dann geht es auf Med und auf High. High heißt, dass die Batterie geschont wird, dass die Box relativ früh ausschaltet bei einer Spannung von 11 Volt, beim Medium von 10,5 und hier bei 9,5. Damit lässt sich dann, ist es schwer, zum Beispiel ein Automotor zu starten. Dann habe ich hier die Einstellung, hier kann ich dann einmal drücken, dann blinkt die Anzeige, so kann ich dann hier zum Beispiel rauffahren auf plus 10 oder eben runter auf die minus 22 und so habe ich einen Tiefkühler. Weiter kann ich an der Box hier zweimal drücken, dann kommt da Celsius, was blinkt. Hier kann ich umstellen auf Fahrenheit. Wenn ich eine Zeit lang nichts mache, zeigt es dann 60 Fahrenheit an. Das ist etwa gleich viel wie plus 16 Grad Celsius. Wir stellen das wieder um, zweimal hier drücken und stellen hier um auf Celsius, sorry, dieser Knopf hier, und wieder warten, dann ist auf Grad Celsius eingestellt und dann haben wir wieder die 16 Grad, wir kühlen jetzt, die Temperatur sinkt logischerweise. Und wenn wir hier eigentlich dreimal drücken, könnten wir hier sogar den High umstellen. Außer man ist zu langsam, dann geht es nicht. Dreimal drücken, High, und hier kann ich High umstellen auf Low. Ihr seht, das ist parallel. Hier habe ich dann Medium und Medium hier umgestellt. 1,5 Liter PET-Flasche. Gehen hier 20 Stück in den Korb, stehen rein und hier im kleinen Korb nochmals 4 Stück. 3 Stück liegen. Also von dem her 20 Liter Wasser bzw. 30 Liter Wasser kriegt ihr hier in PET-Flaschen stehen in diese Box rein. Der Deckel hier ist so stabil, man kann ihn als Sitz verwenden. Klar wird er natürlich dann ein bisschen kühler. Hier empfiehlt sich zum Beispiel ein Kissen dazwischen zu legen, wenn man wirklich drauf sitzen möchte. Nur dann kommt man auch nicht mehr an die Kühlbox hin. Der Kompressor, der hier verbaut ist, das ist ein Secop BD50F. Bei der Box jetzt mit dem 230 Volt Anschluss. Mit R134A, das ist auch das Thema, was noch schon importiert ist und am Lager ist, darf verkauft werden, das ist kein Thema, aber neu, was reinkommt, sind wir jetzt immer noch schwierig dran, dass es, jedes Jahr ist eine Diskussion, darf das noch verkauft werden, weil das R134A hat einen zu hohen GWP.
Also ein Global Warming Potenzial oder das globales Erwärmungspotenzial von 1430 und irgendwas. Und die neuen Geräte, die dann ohne 230 Volt kommen, die haben R290 drin. R290 ist ein brennbares Kältemittel, natürlich abbaubar. Und es hat ein GWP von 3, aber eben es ist brennbar. Ist absolut kein Problem, weil die Kohlenwasserstoffe, wenn ihr zum Beispiel ein Feuerzeug in der Tasche habt, habt ihr auch fast, oder bei zwei Feuerzeugen habt ihr gleich viel in der Tasche, wie hier im Kühlsystem verbaut ist. Also derjenige, der zwei Feuerzeuge in der Tasche hat, hat das genau gleiche Problem. Momentan liefern wir noch diese aus mit dem R134A und dem 230 Volt Anschluss. Wenn ihr jetzt eine wollt von den neueren, schreibt uns, das ist kein Problem. Wir haben jetzt beide Geräte am Lager, weil eben diese mit 230 Volt laufen aus. Dieser Secop-Kompressor, das ist der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Also es ist ein kleinerer Bruder, der BD35. Der BD50 hat einfach ein bisschen mehr Hubraum, ein bisschen mehr Leistung. Für diese Boxengröße brauchen wir das. Und Secop war früher Danfoss. Danfoss wurde, oder Danfoss hat 2010 den Bereich Kompressoren verkauft. Das sind also diese Mobilkühlkompressoren. Dann die Haushaltskompressoren und die Kleincommerce, das sind so Kleinvitrinen, Gastronomie, kleine Läden und so weiter. Und das wurde ganz alles verkauft an Aurelius, das ist eine Investorengruppe aus München. Das wurde dann umfirmiert in Secop. Secop wurde dann aber wieder weiterverkauft, das sind so kleine Firmen, verschiebt man da so ein bisschen hin und her. An Nidec. Nidec ist ein japanischer Konzern, groß geworden mit Elektromotoren. Der hat aber zusätzlich Embraco gekauft. Embraco ist der größte Kompressorhersteller weltweit. Und dann kam die Wettbewerbskommission und hat gesagt, da ist eine Monopolstellung, Secop und Embraco geht nicht. Und so hat Nidec Secop wieder freigestellt und Secop ist heute wieder selbstständig. Wemo baut seit 55 Jahren Kühlschränke und Kühlboxen. Diese Box bauen wir nicht mehr selber, die kommt aus China, weil es gibt in ganz Europa keinen einzigen Hersteller mehr, der Boxen herstellt. Wir können es preislich nicht. Wenn ihr Boxen sucht, kommt hierher nach Schlatt. In unser Laden. Wir sehen hier Kühlboxen, das ist der kleinere Bruder, nur der geht auf minus 18 Grad. Dann kleinere Kühlboxen, hier diese Tiefkühlboxen. Weiter haben wir hier verschiedene Kühlboxen, da fehlt wieder mal eine, aber der Platz wird noch aufgegänzt. Wir waren an der CMT und hier fehlt diese Box, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und hier ist dann die gleich große, aber mit zwei separaten Deckeln. Weiter führen wir 12 Volt Kühlschränke. Ihr seht, unser ganzer Laden steht voll mit 12 Volt Kühlgeräten. Natürlich auch Solarkühlschränke. Diese Boxen, die wir im Lager haben oder auch im Katalog, sind eigentlich alle am Lager vorrätig. Das heißt, wenn ihr herkommt und ein bisschen Zeit mitbringt, so ein paar Minuten, 10 Minuten, beschaffen wir das Gerät, was ihr wünscht, aus, bei uns aus dem Lager. Möchtet ihr solch eine Kühlbox mit Solar betreiben, dann braucht ihr, ich sag mal, eine Speicherbatterie für die Nacht oder ein bisschen für Schlechtwetterperioden, weil nachts scheint die Sonne nicht.
dann würde ich euch empfehlen, 130 Watt Panel für diese Größe Box. Es wird mit dem 100 Watt auch gehen, aber die hatten ja noch ein bisschen Reserve. Was ihr noch dazu braucht, ist ein Laderegler, ein MPPT-Regler. Dann der kann direkt auf die Batterie angeschlossen werden. Und natürlich Kabel von der Solarzelle bis auf den Regler. Und so werdet ihr hier mit der Solaranlage ausgestattet. Kosten zum Panel ist 130 Schweizer Franken. Die Kabel gibt es beim Panel und dem Regler dazu gratis. Und der Regler liegt bei 80 Franken. Und die Batterie hier, das ist unsere Lithium-Batterie, die kostet 800 Franken. Mit dem Bluetooth, dass man übers Handy kontrollieren kann, wie viel Strom das da drin ist, braucht und so weiter. Und ohne Bluetooth, da habt ihr keine Anzeige, da kostet die Batterie 600 Schweizer Franken. Da ist immer das Thema, haben wir noch am Lager oder nicht. Ihr habt gesehen, wie das Video, wie lang das war. Es waren ein paar kurze Ausschnitte, wo ich ein bisschen Ware auf die Seite geräumt habe. Ihr seht, die Box hat hier bereits minus 9 Grad. Wir sind bei plus 16 Grad gestartet. Die Box hat also durch die Isolation und den starken Kompressor relativ eine gute Kühlleistung. Und somit, hier verlinke ich euch ein Video auf die Doppeldeckel-Kühlbox. Hier auf die kleinere. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.